So, moin moin. Ja, einige haben es ja wahrscheinlich gestern mitbekommen, die Auseinandersetzung zwischen mir und Ranzrade. Kurz zur Situation, es wurde ein Polizeiauto vom Herrn Schlorx gestohlen. Wir haben einen Unfall gebaut mit auf der Straße, haben gerade mit Arrow2K gequatscht und auf einmal kam das Auto angefahren. So, wir konnten das Auto stoppen und von irgendeiner Seite kam dann eine Schussankündigung. So, die Person oder ja, die Person sind erstmal natürlich, warum jetzt die Schussankündigung? Wir haben ja jetzt nicht wirklich was gemacht und so weiter und so fort. Und die Situation ist relativ schnell eskaliert. Das heißt, ja, Ranzrade ist mit einer Waffe ausgestiegen, hat dann auch geschossen und ich stand da einfach nur daneben, beziehungsweise ich stand da einfach nur in der Mitte und habe nur gesehen, wie die ganzen Leute um mich herum umgefallen sind. Dementsprechend war für mich irgendwie, ich bin mir ist dann in den Kragen geplatzt, warum das überhaupt so jetzt eskaliert ist auf unnötige Art und Weise. Und dieses Ausrasten von meiner Seite, dafür muss ich mich entschuldigen. Ich wollte es erstens nicht laut oder sonst was äußern, dass es die halbe Menschheit mitbekommen, wie man so formulieren kann. Ich wollte lediglich, ich bin da, mir ist einfach der Kragen geplatzt und ich denke mal, wir sind alles nur Menschen. Es kann jedem mal passieren, dass der Kragen platzt und dieses Rumgeschreie und wo ich da halt einfach komplett ausgerastet bin, ging ja noch nicht mal in Richtung jetzt Randrad oder Co., sondern allgemein für die komplette Situation. Also alle, die da beteiligt waren jetzt, also auch meine Polizisten, oder was heißt meine Polizisten, die Polizisten, die da beteiligt waren. Und ja, das an die war es eher gerichtet, warum da jetzt wieder Schussankündigung kam und so weiter. Ich bin da komplett ausgerastet und ich kann mich dafür eigentlich nur bei die Beteiligten entschuldigen, sowie natürlich ja an alle Leute, die es mitbekommen haben. Es wurde ja von seiner Seite gesagt, ich bekomme einen Bann und ich soll gehen. Gehen habe ich damit verbunden zu disconnecten, dass erstmal Ruhe ist. Und das habe ich auch gemacht. Einen Bann bekomme ich, glaube ich, nicht. Ich hoffe es mal, je nachdem. Wenn man mich bannen will, gut, dann kann ich da auch nicht weiterhelfen. Da kann ich mich nicht mehr verteidigen. Ich kann nur Entschuldigung sagen. Und ja, das so viel dazu. Warum ich das anspreche, ja, wie gesagt, weil da wahrscheinlich einige Leute noch mitschauen werden, die es interessiert. Dementsprechend, ja, kurz zu meinem kleinen Statement. So, dann. Zweites Thema, warum kommen in letzter Zeit so wenige Videos? Ganz einfache Sache, ich bin momentan im Prüfungsstress, ich habe auf Arbeitsstress. Dementsprechend wird da erstmal jetzt ja, relativ lange kein Video kommen. Oder was heißt relativ lange? Es wird relativ lange oder bis Mitte Mai, sage ich mal, wird es jetzt nicht wirklich jeden Tag ein Video geben oder sonst was. Da wird es wirklich vereinzelt ein Video geben. Aber jetzt fest irgendwie zu sagen, in 2 Tagen ist wieder ein Video da. Kann ich und will ich auch jetzt aktuell nicht. Ja, so viel zu den zwei Themen. In den nachfolgenden Szenen werdet ihr zwei Hausdurchsuchungen sehen sowie eine Geiselnahme. Ich wünsche euch viel Spaß, haut rein. Hallo, kann mal jemand die Tür aufmachen? Hallo, ist die Junge. Dankeschön. Es geht um eine Lagerhalle, so kein normales Haus, sondern eine große Lagerhalle, ne? Okay. Ja! Drei große Eingänge, beziehungsweise ein großer Eingang und zwei kleine Eingänge. Also in Seiten, ich markiere einmal. Jetzt rede weiter. Anti-Late. Also das ist ein Check. Ja. Aber nicht. Zwei, die Tür hier, das nicht zu benutzen, weil da ist nämlich so ein kleiner Vorraum. Das heißt, entweder die große brechen wir auf oder die kleine an der Seite. Das Haus gehört den Herrn Frettchen. Ah, ja, geil. Könnte mit Gegenwert zu rechnen sein. Der hat hier relativ viel Bekannte, oder der ist relativ bekannt. Auch schon sehr bekannt als Verbrecher und als Waffenhändler. Und könnte mit Gegenwert zu rechnen sein. Das heißt, Gegenwehr. Äußerste Vorsicht. Ja, das heißt, beziehungsweise, sobald wir das hier aufbrechen, könnten welche kommen. Ja, dann würde ich sagen, Rundumsicherung mit Hass und jeder, der da ankommt mit Waffe, wird weggemacht. Genau. Genau.
Wenn wir es folgendermaßen machen, FB wird aufbrechen, SWAT wird natürlich den Sturm und die Absicherung übernehmen, so wie immer. Hier. Genau. Eins in Position. Zwei in Position. Gut, wenn alle in Position sind und bereit sind, Zugriff. Was machen wir jetzt? Aussteigen oder was? Nein, anfahren. Und dann aussteigen. Und dann absichern. Ja, Team 1 fährt dann an. Wie ich euch eingeteilt habe als Squads bzw. Buddy Teams, so geht ihr ran. Das heißt, ein Team. Nein. Ist halt safe niemand. Stehen bleiben. Crofty, wir sichern ab. Ich kann die Tür nicht aufweichen, warte, ich versuche die andere hinten. No check. Check. Crofty, wo ist deine Position? Direkt gegenüber von dir auf der anderen Straßenseite. Ah ja, das ist gut. Gut, ich hab dich da gerade nicht gesehen. Die Tür sollten wir nicht aufbrechen, weil wir da noch eine Tür aufbrechen müssen, wenn wir... Die andere ging nicht. So, Info im Not, ab jetzt bitte Vorsicht walten lassen, nicht, dass sie entführt werden von diesen Herren, der gerade angezeigt wurde. Der Herr könnte gefährlich sein. Das ist eine Team, schwarz und so weiter. Richtet mal bitte nach Südwesten ein bisschen aus. Richtung was? Ja, ich hab Süden. Süden, Südwesten so in den Dreh. Ja, Südwesten ist was? Ich hab den Südosten. Weil Südwesten kann ist so weit geht. Jetzt geht nur darum, ja, dass einer nach hinten noch ein bisschen absichert, ne? Sind irgendwelche Kisten oder sowas zu sehen? Negativ. Keine Kiste oder sonst was hier drin. Ich glaube, das ist nur eine Garage. Hier ist nichts. Und dann abrücken, ne? Ja. Und dann raus, ich mach die Tür wieder. Gut, dann aufsitzen. Ich glaube nicht, dass ja, man nee, das rauchen kann. Halt nicht. Das muss irgendwo da im Umkreis sein. Genauer habe ich nicht. Genauere Markierungen. Das kann es nicht sein, das sind Industriehäuser. Gut, ich gucke jetzt nochmal. Und das eine ist Tankstelle. Mann. Okay, Challenge accepted, Digga. Komm, den will ich. Ich schwör's dir. Den Challenge accepted. Zitat Beckmann. Der Typ kriegt einen Blattschuss von mir. Scheiße, geht sich da hinten ertrinken, guck mal. Scheiße, geht sich da hinten ertrinken, guck mal. Ansage! Da sind drei Häuser, oder vier sogar. Die da, weißt du, die da stehen. Lass den gucken. Sind da mittlerweile alle da? Ach, Motherfucker. Wir sind vor Ort jetzt, ja. Wenn du sagst, das ist das Haus, dann machen wir die Planung. Und das schon gecheckt? Es wurden 10.000 Häuser gecheckt, ob man sich das vermerken kann, weiß man halt. Muss? Scheiße. Ich hab ihn offiziell gerettet. Oh, hat 400 Meter weg, da können wir jetzt nicht so eben hinlaufen, ne? Ich könnte mal eine Info rauskloppen, die ich bekommen hab. Und die welche denn? Dass das Haus direkt am Strand liegen soll. Direkt am Strand? Deswegen, weil es ist free, das ist unser Surferball. Ja, entweder ist es, warte mal, ich markiere mal was. Hier oben, da oben. Am Wasser sind zwei Wagen gestrandet. Hier eventuell, ja. Oder wo du markiert hast. Ganz, ganz weit rein. Ich würde sagen, jedes Quad übernimmt ein Gebiet. Ja, würde ich auch sagen. Check. Jungs, habt ihr das so mit? Alle, die hier waren? Ja. Jungs, kommst weg. Oder vielleicht hat jetzt jemand gefehlt. Ja, dann Karte, markier mal, welches Quad, welches. Mann.
dann fahren wir. Ja, dann können wir hier unten in dem Bereich aber auch gleich mitnehmen, den Beckmann. Ist markiert, also, ne? Seht ihr auf der Karte. Beckmann, du fährst das eine Gebiet an, habe ich dir auch markiert, ne? Welches? Ja. Sniper, Sniper. Als Sniper markiert. Das Gebiet. Beckmann, das Gebiet ist als Sniper markiert. Negativ, klar. Hä? DP. Wir stellen unsere Karre hier in der Kurve. Schüsse? War das jemand von oben? Kam aus Richtung Airfield bzw. Innenstadt. Bei Yuri ist halt die Hölle los. Jetzt müsste halt eigentlich ein Haus sein, was am Strand ist und eventuell ein Steg hat. Also von Steg weiß ich auch was, aber ich bin mir da nicht mehr ganz. Gut, Donuts hat ja, Donuts, du hast ja durch die eine Zone ein Kreuz gemacht. Das wäre zum Beispiel was gewesen mit den ganzen Stegs, ne? Ja, check, aber da war nirgends sowas. Ja, ja, alles klar. Das Haus mit dem Booten, war da was oder nicht? Negativ. Da ist was drin. Ist das Haus hier oder was? Das ist wir haben's Haus. Ich spreche im Moment. Nein, warte auf die anderen Einheiten. Welche Position bitte? Das, was du markiert hast, zum Hochverzeichen. Wenn ich ganz ruhig einmal durch den Moment. Ja, ich noch ein. So, ich will einen im. Alle Markierungen weg von jedem und das Haus markieren bitte. Kontakt. Yes. Beim Haus ist der Ramsi, Ist markiert. Ansonsten müssten wir Hartmann dann halt direkt festnehmen und Knebel. Habt ihr beide ins Visier? Die sollen die Hände über den Kopf fangen. Ja, hier am Airfield ist ganz viel Bewegung. Die wollten alle aus dem Flughafen raus. Ich denke, da staut sich was an. Die sollen die Hände jetzt über den Kopf nehmen, Hashi. Festnehmen, da wird, die werden eventuell funken oder sonst was, die haben mal Langwaffen, wir haben schon das Recht, die festzunehmen. Ich hab mein Wunschstück. Nein, wir reden erst. Über was wollten Sie reden? Was möchten Sie hier auf dem Wunschstück? Ja, ich hab das, wenn Sie hier wohl wollen. Weiß ich nicht, Kaffeepause oder? Ja, aber nicht auf meinem Wunschstück, wir haben keine Pause gemacht. Wir können es ganz einfach machen. Ich hab nachher noch wie es ist. Der soll aufmachen, betreten sein. Der Kollege kann Ihnen gleich den Durchsuchungsbeschluss herbringen. Jedenfalls sind Sie komplett umstellt. Kommt der gerade mit dem Auto an? Ja, da kommt gerade ein Auto an. Bin ich. Wo bleibt Team 2? Ja, die sind schon lange da. Okay, ihr verteilt euch noch weiter. Ihr macht die zweite Grenze. Weiträumig verteilen, in alle Richtungen absichern. Klärt es untereinander bitte. Habt ihr es so mit? Ich gehe in den Wald. Ja, einer mit mir kommt noch in Osten mit in den Wald. Soll ich sprechen? Steht ein weißes Fahrzeug im Wald. Ja, ich bin bei dir. Schnapperposition. Denkt dran, eure Position Mond zu markieren. Fahrzeug auch, hier bei uns ist leer. Ich entschuldige mich dafür, dass ich sie auf meinem Grund und Boden gebaut habe. Aber
müssen sie jetzt echt nicht. Nein, da braucht es. Nein. Nee, da müssen sie jetzt nicht reingucken. Ja, schwarz, nee, komm mal. Nur Äpfel und so drin. Ja. Da könnten wir 80. Na, ich hab die Straße im Blick. Nein, da muss den Blick haben. Der hat schon, der sagt schon dann. Covers. Beide habe ich im Blick. Offen. Ist Friedchen da am Haus vor Ort? Ja, beide vor Ort. Okay. Hier ist nichts drin, oder? Alter, hier ist Stalin drin. So offen mit was. Eine Kopfwaffe. Jackpot, Jungs, Jackpot. Okay, dann, wir haben Autos vor Ort. Einpacken, Rundumsicherung weiterhalten, bitte. Ja, seht ihr? Gerade oben, Dispatch. Ich hab schon Bilder gemacht. Das heißt... Seht mal oben den Dispatch an. Wir machen jetzt schnell, wir packen alles ein und dann ziehen wir ab hier. Ich hab Fotos gemacht, ich kann's direkt vernichten. Okay, alles vernichten, wenn du Fotos hast, dann, ne? Dann packt man die ein und führt die ab. Weil da würde ich sagen, dass wir beispielsweise Croft und Hauding fliegen da sowieso hin. So. Ja, ich zieh mich jetzt mit Squad um. Ja, Croft und Hauding fliegen da sowieso hin. So, die fliegen mit einem Heli hin. So, wir können einen großen Heli nehmen. Und wir können, die können Tiefflug machen. Wir können alle rausspringen mit Taucheranzügen, können da hinschwimmen. Können da hinschwimmen und dann können wir da, sag ich mal, uns verteilen mit Taucheranzügen. Wisst ihr, wie ich meine? Also von welcher Insel hast du dir das denn gedacht? Werde ich markieren. Okay. Also definitiv Safe Call erstmal Taucheranzug. Würde ich sagen. Ja. Scheiße, Taucher. Du auch dafür? Croft Hauding, habt ihr das so aufgenommen? Dann würden wir uns als Taucher jetzt ausrüsten, würden da einfach mitfliegen, sag ich mal. Und ihr lasst uns einfach irgendwo raus, ne? 20 Meter Höhe oder sagen wir mal 5 Meter Höhe oder so. Und da springen wir dann raus und tauchen dann dorthin. Croft Hauding? Ja, hab ich so mit. Also ich werf euch dann da ab. Ich muss schauen, ob ich irgendwo landen kann. Wenn nicht, dann fliege ich kurz zurück. Versuch mir selber einen anderen Weg. Wen haben wir jetzt hier alles? Du. Oh, Duke ist auch noch da. Gut, dann haben wir Bigman, Duke, ich und... Ja, wenn nicht, dann versuch einfach da ins ganz geringe Wasser, sag ich mal, zu landen. Wobei das zu also nah ist. Ich weiß nicht. Da ist, mal. So ich hab dir mal einen Punkt markiert bei dem Riff. Da versuchst du mal zu landen und dann tauchen wir den Rest. Ich schau schon, inwiefern es geht, aber. Mal schauen. Tief anfliegen, langsam und einfach runtergehen dann. Das soll eigentlich kein Problem sein. Außer, dass der Rotor kaputt geht. Hätten eigentlich auch mit dem Boot anfangen können, ne? Boah, das hätte aber Jahre gedauert. Ja, wenn die Verhandler auch mit dem Boot anfangen. Ich hab den Punkt markiert. Nicht den Touchdown, sondern den normalen Punkt, ne? Der ein bisschen weiter links ist. Das soll ein Riff sein und da wäre es möglich, eventuell knapp im Wasser zu landen. Welche Frequenz nehmen wir für Wasser? 5. Ne, 3, 8 Punkt Wasser, 6, ne? Vorne siehst du das auf den Schein? Ja, ja. 38.6 Funk im Wasser, ne? Ja. Aber du schaffen wir da sind. Ja. Und ich lasse euch schon mal abspringen sollte, falls was passieren sollte. Wir können. Hört ihr mich? Okay. So, Hashi, wir sind sicher unten. Du landest da jetzt einfach und kommst dann auch, ne? Wir schwimmen schon mal langsam in die Position. 38.6. Ich bin jetzt wieder unter Wasser, ne? Wo seid ihr aktuell? Fluchtmittel wird ein Helikopter sein. Position ist markiert, circa 5 Meter vor mir. So, check. In Richtung rechte Insel 5 Meter oder in Richtung rechten Gewässer 5 Meter? Wird markiert.
So, ich bin jetzt auch unter Wasser, ihr würdet mich aber noch nicht hören, weil ich ein Stückchen weiter weg bin. Könnt ihr eure Position markieren, Karte? Einsatzleitung von Wahnsinn in Notgang. Hast du die Sekunden eigentlich gerade den nördlichen Linien? Die aktuellen Forderungen sind Essen, Trinken sowie Spielzeug für 4 Personen. Komm. Essen, Trinken, Spielzeug für 4 Personen. Richtig, komm? Ja, und darauf kommen noch 1500 Dollar, komm. Ja, das sieht ja gut aus, komm. Ja, organisieren Sie das bitte, bei der Infrastruktur oder von den Sachen. Nee, wir fahren, also gehen weiter, wir warten jetzt so. An Haudigen Croft, wir gehen jetzt unter Wasser, sind danach nicht mehr erreichbar. Ja, check, also wir versuchen Aktivierung aktuell halten. So, check. Wir gehen auch mal kurz unter Wasser, hier Team 1. So, hört mich jeder? Gut, wir werden es so machen, die sind ja mitten auf der Dings, wenn ich es jetzt richtig gesehen habe. Wir könnten auf jeden Fall einen relativ guten Zugriff machen bei dem Ganzen. Es ist zwar eine geringe Forderung, aber man muss sagen, wenn wir die Chance haben, wir sind ja trotzdem Geiselnehmer. Dementsprechend können wir da was eventuell ausloten. Zügig Zugriff. Alles weiter geht jetzt über Scheiße, war nur meine Meinung. Scheiße, was sagst du dazu? Oh shit. Beckmann oder irgendeiner, die mal. Ja. Ich markiere kurz. Ja, wo seid ihr? Ja, ja, wir warten auf euren Team-Member. Auf wem? Hat ja, auf. Das heißt, ihr seid ein Touchdown. Ja, richtig, weil wir eigentlich wollten nur hier, dass alle da sind. Ach so, ja, das habe ich nicht mitbekommen, das müsst ihr sagen. Ja. Also Fakt ist, es ist eine Geiselnahme, auch wenn sie halt nichts fordern, da muss man halt keine Hartmittel anwenden, aber... Ja. Wir können ja sagen, wir machen nicht tödlich und gehen damit Taser vor. Und dann machen wir mal Zugriff. Ja, macht das halt, wenn die abrücken, wenn überhaupt. Naja, das sowieso. Mal hier oben, dann machst du einen weg und dann fällt er runter und macht Batsch. Ja, dann fokussierst du, dann kommen wir aber, dann bleiben wir bei dem Plan mit auf gleicher Höhe, dann kommen wir von der anderen Seite auf. Wenn da kein Boot sein soll, dann. Markiert. Laufen wir zum Heli. Wir können doch auch einfach den Heli besetzen, sage ich mal, und warten, bis die kommen und dann hochnehmen. So, wir schwimmen jetzt erstmal los, ansonsten wird das so. Und wir gehen auch vor. Hey, da war eine Makrele. Bei mir sind so viele Thunfische. Ein paar Forellen, Dorsche, hast du nicht gesehen? Oh, guck mal, na, ist das ein Aal oder ist das ein Hai? Nee, das ist Kater. Okay, wir sind gleich an der Küste. Ich weiß nicht, glaubt ihr, das ist safe? Also wenn die wieder auftauchen? Mal ein bisschen Sneak Peeken, mal schauen. Passt, oder? Kraft. Holding. Status. Alles drin hier, wir unterhalten uns mit denen, holen wir jetzt gleich die Forderungen, ihr könnt die dann im Heli. Okay, hier ist noch ein Boot rumgefahren, habt ihr das mitbekommen? Negativ, das war ein Flugzeug, was abgestürzt ist bei dem Versuch zu landen. Ah, okay, gut, dann habe ich habe schon gedacht. Ja, also wir werden da jetzt versuchen, da hochzukommen langsam. Wir sind halt hier relativ offen, das heißt, wir sollten... Wir sind auch hinter Steinen, ne? Ja. Eine fette Steinwand. Ja, das heißt, wir rücken jetzt mal hoch, ne? Jo, einfach mal schlimm. Junge.
kurz, ich schreibe den anderen, dass wir da angekommen sind. Seid ihr schon auf dem Weg zur 3? Tipp, falls brillensichtig irgendwie steht, einmal aufmerksam was rauslassen. Jo, wir machen es auf dem Weg. Sonderrechte sind frei. Einsatzleitung von Verhandlungen am Notgang. Ja, sie kommen. Wir bringen jetzt langsam vor. Gerade am Landeanflug hier Luftzentrale Nordstrom. Ja, also mit, wir machen uns auf die Ende. Körper, wir sind jetzt auch auf Land. Okay. Ihr seid auf der linken Insel, ne? Da, wo der feindliche Helikopter ist. Okay, gut. Ich war da nochmal nicht sicher, deswegen habe ich da geschrieben. Und Einsatzleitung ist noch im Wasser. Wo wurde ich angefangen? Ja. So, ja. Momentan Ihre Position soweit alle korrekt, komm. Ja, check. Wie lange bräuchten Sie für einen Eingriff, komm? Da kriege ich jemand, die sind immer jetzt. Also, Info an euch. Wir sind jetzt verdeckt. Wir werden jetzt erstmal verdeckt bleiben, bis Croft und Houdini wieder da sind. Ich hab alle drei plus die Geiseln in sich. Scheiße. Ja. Kannst du das die ganze Zeit beobachten? Okay. Also, ja, sorry. Aufgenommen. Siehst du den Stein auf der linken Seite, den großen? Ja, da, wo ich hinschaue. Gerade zu deuten, ja. 120 Grad. Da, der Stein, wo ich hinschaue. Der große Berg da. Der hinten, ja. Willst du mal gucken, dass du da vielleicht eine Position bekommst? Ich versuch's mal. Wichtig ist halt, die davor abzufangen, so dass sie gar nicht in Versuchung kommen, einzusteigen in den Heli. Miller, habt ihr das so mit? Vorher abfangen, bevor die in den Heli steigen oder sonst was. Muss passen. Und bitte nicht mit Scharfwaffen. Erstmal versuchen. Klar, wenn die dann auf uns zielen, muss man natürlich reagieren. Also, Sie haben das Zeug, tun wir die wieder gern. Wenn die Geisel safe ist, sagt Bescheid. Punkt mehrmals durch. Also, mein Kollege bringt jetzt zum Helikopter und organisiert einen Psychiater und dann sind wir auch hier weg. Duke, wie sieht's aus? So, wir sind positioniert, also Position. Wenn die nach hinten wegrennt, dann sag Bescheid. Wir sind von 10 minus 10 Sekunden an am Ziel. Chef. Geisel, nehmen wir stehen noch. Wir haben hier ein relativ offenes Gebiet, das heißt, die könnten uns sehen, sobald ihr kommt. Wichtig ist einfach davor, vor dem Medi abzufangen. Geisel ist safe, Kopf muss noch da weg. Verabschieden sich, drehen mich um, rennen jetzt weg zum Heli. Zwei bisschen weggerannt, Frau noch vor Ort. Rennen jetzt alle weg, die sind. Geisel ist safe, die Tango zu legen. Go. Vom Heli bilden. Wir sind in der Position. Peter, wir sind nicht mal 50 Meter vom Heli. Gerade wo ich bin. Die sind noch nicht weggerannt. Nee, die sind gerade noch auf dem Weg zum Heli. Ich glaube, die haben keine Ahnung, wie sie auf die andere Kuchenseite kommen sollen. Ja, die gucken gerade.
Die sind gerade ganz langsam, haben mich aber noch nicht gesehen. Ich bin 20 Meter hinter denen. Die sind mit Hass nach hinten geschwind, aber drin. Die sind am Heli, die sind am Heli. Okay, go. Go, go, go. Wir haben Zugriff gestartet. Nimm die ja. Anderen Fahrzeuge. Die laufen genau vor dir, gerade genau vor dir. Ich häng fest. Really, nigga? Ich bin getroffen, ich bin runtergefallen den Berg. Achtung, da sind noch zwei Leute. Ich will keinen scharfen Schuss sehen von uns als erstes. Die werden absolut kooperativ und vorkommen. Ja, absolut. Da sind noch zwei Personen gelaufen mit einer Handfeuerwaffe. Habt ihr die auch? Juk, du musst hinterher rennen denen, weil ich bin schwer getroffen. Boah, meine Beine sind halt sowas von kaputt, ich kann nie wieder laufen. Das wäre nicht. Ja, ich sehe hier, das sind die beiden. Die beiden, die am Heli stehen, waren vorher. Die habe ich auch gesehen. Ich bin halt einfach komplett da runter geflogen, die Steine. Ich bin komplett am Arsch. Ich werde sterben. Nein, bist du nicht. Doch, ich werde sterben. Ja, wir bräuchten auch mal einen Overwatch, der den letzten Verbliebenen da sucht mit der Maske. Nehmen Sie die Waffe weg, das macht keinen Sinn. Ihre beiden Kollegen sind festgenommen. Hast du Motor für die Abwehr markiert? Haltstelle. Verwendet. Sie haben das Recht auf einen Anwalt, sollten Sie sich keinen leisten können, wird Ihnen einer vom Starter-Tanor gestellt. Sollte sich keiner im Starter befinden, müssen Sie sich selbst verteidigen und die Polizei übernehmen, den Judikative. Haben Sie Ihre Rechte soweit verstanden? Danke für die Arbeit, Jungs.